Erwartest du, dass wir durch einen Abwasserkanal kriechen? Ja. Ich mach mich nicht nochmal nass. Ich will kein einziges Wort von dir hören. Ihr habt alle eine komische Art, damit uns zu bedanken. Dann sind wir zurück, Rocket konfrontieren. Ihr mörderische Ihr seid echt undankbar. Ich werde mit Wonne euren Anteil am Tresor streichen. Ich werde dich mit Wonne streichen. Dann haben wir mal Rocket verteidigen. Niemand ist perfekt. Manche haben einem irren Titan gedient, manche sind auf der Jagd nach ihm leicht irre geworden. Und manche reagieren empfindlich, wenn man sie wertlos nennt. Du bist nicht wertlos, Rocket. Aber für Hellbender ist er weniger wert. Sie hat gesagt, Groot hätte sie gekauft. Groot ja, ist komm. Ein Stück Holz, das man damit mit dem Handel von sind wir... gut auskennst. Hüte deine zurück. Zunge, sonst schneide ich sie ab. Ich zittere nicht. Oh, Leute, nebeneinander stehen. Mit dem Messer zu einer Schießerei. Ich bin Groot. Groot, ja. Setzt euch alle auf ein heißes Schüreisen. Ich bin Groot. Damit sind wir zurück bei Let's Play. Aber am Ende werdet ihr Schlange stehen, um meine haarigen Pfoten zu küssen. Guardians of the Galaxy. Ne? Jo, jetzt endlich mal. Damit sind wir zurück. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Guardians of the Galaxy. Und, warte mal. Ausgerechnet Wasser. Wir kommen, wir tun mal hier. Groody? Groody? Nee, wie kann ich denn das? Outfits. Ja, können wir den nicht mal umziehen hier. Oh, Groody, geil. Hab ich gesagt, dass ich schwarz und rot mag als Farbe? Ne, Groody, siehst du gut aus. Siehst du gut aus. Sehr gut. Groody, komm, wir ziehen die jetzt mal an. So. Was haben wir noch? Ach, wir haben noch... Nee, Groot haben wir... Mensch. Rocket. Rocket. Du hast doch... Oh, wir haben doch auch letztens ein neues Outfit hier. Yeah. Standard. Und das ist doch mal Endlaser. Ja, komm. Und ja, Krill hat bloß seine Standard-Outfits, ne? Wir hatten jetzt bloß noch für Gamora. Und ach, das hatten wir. Das muss man noch. Ne, das sieht doch mal cool aus. Das ist so Robo-Outfit. Ein bisschen Robocop-mäßig, ne? Ja, ein bisschen freizügig, warm hier drinnen, ne? Die Jute ohne schwitzt. Wir machen uns ja Sorgen um unser Team. So. Andere Outfits haben wir ja noch nicht. Ja, ne dann. Betrachte es als flüssiges Karma. Haben sich aber schnell umgezogen. Geil. Das sieht auch nicht schlecht aus. Oh, cool. Hat ein bisschen was. Ja. Das ist ja das von 2014, vom ersten Film. Gell, da geht's ja noch irgendwo anders ab. Oh, Jungs, ihr seht schon ganz cool aus. Also muss man euch lassen? So habe ich mir meine erste Begegnung mit Lady Hellbender nicht vorgestellt. Ach, ihr habt die ist Stil. Gar nichts. Ich würde immer auf dich wetten, Muskelpaket. Versuch nicht, mir zu schmeicheln. Dein Leichtsinn hat uns allen Schande gemacht. Achso, das war hier der Anfang. Hier war die Kiste versteckt. Okay. Haben wir ja alles schon. Ja, hier war das. Stimmt, das sind ja bloß bestimmte Speicherpunkte. Naja. Gut, Knut. Ach ja, das kennen wir schon. Das kennen wir ja schon, sorry. Perfekt. Ich finde das nicht perfekt. Und wieder ein Plan nach Schema F für die Wächter der Galaxie. Wir hätten Tracks verkaufen sollen. Hellbender hat fast darum gebettelt, eine Nacht mit ihm zu kaufen. Mein Geschenk ist unverkäuflich. Die Hausplage schuldet uns 12.000 Units. 12? Wie kommst du auf 12? Der Preis für meine steigende Frustration.
Ist das hier der Tresor? Gibt's hier was Verstecktes? Ich kann schon die Units in meinen Pfoten spüren. Die Hälfte wird dafür draufgehen, Hellbender aus dem Nacken zu kriegen. Aber jedenfalls nicht von meinem Antrag. Alle tief durchatmen, wir sind da. Ein Tresor wie versprochen. Und eine riesige Rocket, dann mach mal. Überlass die mir. Na? Ich hab halt gesagt, dass ich weiß, was ich tue. Wirf auf dich, du Zeug! Ich habe mal keinen Gegner für meine Klingel. Vielleicht könnte diese Mission doch noch retten. Die Tür ist immer noch richtig zu. In Kampfstellung! Sehr gut, Jungs. Das ist kein Albtraum. Wir sind eindeutig wach. Ah, das ist nicht Teamarbeit. Genau deshalb hätten wir es in den Tod durchziehen sollen. Das muss jemand auf ihn. Sie ist auf Endlosschleife. Drax, Schleuder! Hau ihn in die Fresse! Diese Höllenjungs liefern einen ordentlichen Kampf! Ich verstehe nicht, wie du ihr Geschlecht erkennst! Klar, ich hab euch gesagt, dass ich weiß, was ich tue! Hängen wir es einfach hinter uns! Es gibt keine bessere Entschuldigung als mit einem Haufen Units. Das erinnert mich an die Kampfarena auf Sakara. Da wäre ich jetzt lieber. Da ich Bock. Glauben, dass wir es geschafft haben. Sieh dich um! Ups, falsche Tasse. Tasse. Wir sind eindeutig hier. Treib sie zusammen, Bro! Es tut auch nicht weh! Ja! Sehr gut, Gammy. Beeil dich! Natürlich, es gibt kein Schloss diesseits von Xander, das ich nicht knacken kann. Mit jeder Minute, die das dauert, steigen deine Schulden. Nur kein Stress. Genieß das. Mit dem Kragen sieht schon ein bisschen witzig aus. Erinnert mich an so alte Vampir. Oh, was? Ich könnte mich auch beeilen und das Beste hoffen. Wer oder was ist das? Lady Hellbenders Truppen werden hartnäckiger. Ja, ich glaube, die Flitterwochen sind vorbei. Ich werde ihre Knochen brechen! Wie heißt da drüben, Rocket? Ich wollte nur wissen, wie lange es dauert, bis ich fertig bin. Diese Gegner haben eine großartige Scheune am Stern! Wir haben uns in eine Ecke drängen lassen! Hör auf zu jammern! Meine Klingen werden müde. Meine Geduld lässt auch ein. Leute, Gruppe B! Kommt schon. Okay, wir brauchen ein Powerboost für alle. Peter, lass es mich beenden. Meine Klinge wird nicht schweigen, Mörderin. Nenn mich nochmal so und ich ermorde dich. Ich bin nicht der Feindverräterin. Oh, scheiße, Dings ist weg. Ich sage, lassen wir die Flakbeutel doch rankommen. Es ist ihr Untergang, nicht unserer. Stellst du unsere Taktik in Frage, Peter Quill? Denk darüber nach.
Niemand kämpft schmutziger als wir. Wenn sie zu nah rankommen, simuliert einen Sturz und macht sie den Kopf kürzer. Wer ist dabei? Hat irgendjemand diese Ansprache verstanden? Okay, scheiße. Sei vorsichtig! Wirf es, Trent! Es wird Zeit, dass jemand eine Klinge spürt. Wo ist, Fuck! Okay, das müssen wir ändern, na los, dann komm. Da steht doch mein Name drauf. Finde sie fest. Na dann, komm. Ja, wer ist noch übrig? Oh. Solange wir können! Meine Klinge wird dann tritt um dich! Hat dir niemand reingebracht, scharfe Kanten zu vermeiden? Ah, geschafft, sorry. Bewegt die Hintern, solange ihr sie noch habt. Komm schon. Oh, Schweinkalt. Seht ihr? Überhaupt kein... Gamora, kein vom Team töten! Und wieso nicht? Weil das in deinem Vertrag steht! Ich habe sowas nicht unterschrieben! Ich bin gut. Leute, reicht es zusammen. Er ist ein Risiko, Peter. Ha! Sagt die meistgesuchte Frau der ganzen Galaxie. Und die tödlichste. Ja, von mir aus. Wie wär's einfach Leute. Mit... Dankeschön, Rocket! Weil du uns fast umgebracht hast? Deine Habgier ist kacke, aber... Weil ich uns in den armseligsten Safe der großen Magellanschen Wolke geführt habe? Du hast gesagt, wir sind Schätze! Die Laren-Schädel sind kostbar. Aber für uns sind sie wertlos. Leute! Wir brauchen einen Plan! Jawohl! Meine Arme werden ein wenig müde. Nicht schlapp machen, Drax. Gamora, hilf ihm! Rocket und ich suchen nach irgendwas Wertvollem. Groot, mach nichts kaputt! In diesen Misthaufen kann doch nicht nur Schrott rumliegen. Ich bin gut. Hübsch ist nicht unbezahlbar. Das sind nur Lichter und sie sehen verdammt schwer aus. Sie ist aber schöner Schädel. Alien-Schädel. Okay, wie soll ich doch... Okay, das ist mehr als nichts. Aber viel weniger, als wir schulden. Units sind wie Pelzmilben. Wenn du welche findest, finden wir hier was Besonderes? Na also, nicht genug, aber langsam wird's. Na, das will ich meinen. Doch kein so schlechter Plan. Aber auch nicht gerade ein guter.
since you've been gone. Okay, na, 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 na. Das ist wenigstens unsere Strafe. Wieso aufhören? Nach allem, was sie uns angetan hat, sollten wir hier ausräumen. Was sie uns angetan hat? Es reicht. Oh nein. Peter Quill. Jetzt ist plötzlich Ruhe. Ruhe wie Ruhe und Entspannung oder wie Ruhe in Frieden? Uh-oh. Definitiv Letzteres. Drax, bitte sag, dass du uns nicht eingesperrt hast. Ich habe gar nichts gemacht. Man könnte fast sagen, ich bin beeindruckt. Die Waldkreatur hat mehr Biss, als ich ursprünglich angenommen habe. Genieß die Schätze in meinem Tresor, Wächter. Denn sie werden das Letzte sein, das wir jemals zu sehen bekommen. Oh nein. Was für eine Schande, mein Clintaria-Gas an solch unwürdige Eindringlinge zu verschwenden. Wenn ihr schmelzt, dann bitte nicht über meinem Galarenschädel. Wir müssen irgendwie hier raus, sofort. Der ist kostbar und sehr schwer zu reinigen. Tief Luft holen, Leute! Spürt sonst noch jemanden brennen? Also überall? Clintaria-Gas löst organische Materie. Okay, wie bei Star Trek, strukturelle Schwäche. Strömt weiter Gas ein. Friert die tödlichen Schächte ein, Peter Quill! Groot hat recht. Eins dieser Lichter wäre bestimmt schwer genug. Kann ich den keinen auswählen? Hä? Den kann ich doch mal auswählen. Okay, das kann Juni auswählen. Kann ich irgendwas auswählen? Nee. Scheiße. Ich kann aber hier nicht auswählen. Das ist doch Kacke. Die siehst du wieder drauf. Scan Skulptur Rocket, der Hunger schützt gegen einen. Ich kann hier nicht auswählen, das ist doch blöd. Ja. Bedeutung, dass der rockige Schädel zu einem längst ausgestorbenen Ableger der Gönne. Selbst ein untrainierter Auge könnte das Unterkiefer erkennen. Ich bin sogar ziemlich sicher, wir müssen lediglich eine Probe des Schädels im Labor untersuchen, zum Reaktieren oder besser zum Korrigieren unserer Wissen, zu bestätigen, dass diese herausragende Bestie einst durch die bekannten Galaxien streifte. Es wäre eine Entdeckung. Ich bitte Sie, noch einmal darüber nachzudenken. Wir bräuchten lediglich einen
winzigen Knochensplitter. Und sie, geschätzte Lady, wurde bald als größte Naturkunde Universums gefeiert. Es ist mir eine Ehre, Madame, eurer Majestät Bescheid in der und gehorsamer Diener zu sein. Okay. Also ein Stück Zorn rausbreche, oder was? Okay. Ich verstehe das nicht, was ich jetzt machen soll. Ah. Ich kann aber nicht auswählen. Ich kann aber nicht auswählen. Ach, scheiße. Ich hasse es, unter Zeitung zu arbeiten. Ein Stück Zorn von dem Schädel. Ein Stück Zorn von dem Schädel. Ruhig bleiben, wir können ja... Kann man hier irgendwas machen? Ach, du grüne Neune. Gamora, könntest du eins dieser Lichter losschneiden? Okay, dann machen wir kaputt und können. Und da können wir den... Das war unbezahlbar. Und jetzt können wir irgendeinen Zorn hier nehmen. Wartest du, Quill? Lass Muskelpaket das Ding werfen. Aus. Drax, ja. Schleuder ist direkt durch die Wand. Mit allen Kraft. Na, los, raus hier. Oh, Alter, das war letzte Sekunde. Ja. Sind wir schon zu zweit. Oh, das war auf letzte Sekunde. Geht es allen gut? Gamora, Drax. Ich lebe noch. Meine Epithelschicht ist intakt. Rocket, Groot, wo seid ihr? Alter. Oh, Flark. Sieht jemand, wo es hier rausgeht? Ich sehe da drüben ein helles Licht. Okay, geh nicht drauf zu. Wächter der Galaxie. Wie viele Male muss ich euch denn noch umbringen? Als sie hin, Peter. 12, 13 Mal vielleicht. Eure Dreistigkeit. Zu glauben, dass ihr mich berauben könntet. Fürs Protokoll, nicht alle waren mit dem Plan einverstanden. Danke, Quill. Wirf mich doch gleich ihren Monstern zum Fraß vor. Wisst ihr, was ich mit den letzten Verrätern gemacht habe, die dachten, ich wäre eine leichte Beute? Du hast sie gehen lassen? Kein Ausgang. Wir sitzen in der Falle. Lady Hellbender, lasst uns das ehrenhaft regeln. Ich stelle mich euch im Zweikampf. Ehrenhaft, sagst du? Dieses Angebot kommt leider ein wenig zu spät, Zerstörer. Es gibt kein Entrinnen vor meinem Zorn. Dweller, das Festmahl wartet. Wie geil ist das denn? Okay, das ist. Und damit seht ihr es in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Bei Let's Play Guardians of the Galaxy. Bitte gerne lasst ein Like und ein Abo da. Ansonsten wisst ihr ja, wenn ihr nicht verpassen wollt, aufs Glöckchen. Und ansonsten, ciao.